Das aber tut sie nicht. Vielmehr stellt sie mit aller Größe ihrer Leistung sich als eine bloße Vorarbeit für seine letzte Überzeugung dar, die das Gebiet der praktischen Vernunft eröffnet. Drittens, die moralische Welt. Die Wendung zum Subjekt, die Kants ganzer Philosophie ihren eigentümlichen Charakter gibt, nimmt sich auf dem Gebiet des Handelns völlig anders aus als auf dem des Erkennens. Denn während auf diesem das Subjekt nur mit Hilfe einer undurchsichtigen Welt und in der Richtung auf diese Welt zur Betätigung kam, eröffnet sich auf dem anderen Gebiet die Möglichkeit eines selbstständigen Wirkens und der Erzeugung einer Welt aus eigenem Vermögen. Freilich muss es sich dafür von allem draußen Gelegenen befreien und seine Hauptaufgabe in sich selber finden. Damit ist von vornherein entschieden, dass nicht das Streben nach Glück ein derartiges Handeln und Leben hervorbringen kann. Denn jenes bindet, nach Kant, den Menschen an etwas, das draußen liegt, und unterwirft ihn seinen Forderungen. Um unabhängig, autonom zu werden, muss das Handeln alle fremden Zwecke von sich weisen und sich nur mit sich selbst befassen. Enthält nun der Lebenskreis des Menschen ein solches autonomes Handeln? Kant bejaht diese Frage zuversichtlich von der Tatsache aus, dass ein moralisches Gesetz, ein unbedingtes Soll der Pflichtidee in uns wirkt. Die Moral fordert von uns gewisse Handlungen und Gesinnungen, nicht wegen ihrer Folgen für uns, sondern lediglich ihrer selber wegen. Das moralische Gesetz spricht zu uns nicht bedingungsweise, sondern unbedingt als ein kategorischer Imperativ, und es gilt die Erfüllung dieses Gebotes nicht als ein besonderes Verdienst, sondern als einfache Pflicht und Schuldigkeit.